Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge gleich im Anhang. Ja, gestern haben wir von den Minen ausgestattet, die ja da hinten sind. Könnt ihr mir gerne nochmal in die Folge reinschauen, wenn ihr das verpasst habt. Das ist die Folge 242, jetzt sind wir in der Folge 243. Und in der heutigen Folge soll es darum gehen, dass wir am Friedhof weiterbauen. Dazu gehe ich mal hier lang. Ja, klasse. Ja, noch besser. Dann gehe ich mal hier lang. Na, ich zeige euch von unten. Erstmal von der Seite. Erstmal hier Fackeln dann. Da kann man die nämlich auch nicht hier draufsetzen. Dann versehens. So, und am Friedhof geht es halt weiter. Ich habe da ein bisschen was errichtet. Und das könnt ihr gleich betrachten. Ich gehe extra ein bisschen so, dass die Überraschung nicht so getrübt wird. Und ja, so sieht es erstmal aus. Bis jetzt. Ne, ich kann ja mal hier gehen. Ich gehe mal den Haupteingang an. Ne? Also hier kann man jetzt reingehen. So, hier auch. Hier kommt man jetzt auf den Friedhof. Und da habe ich einen riesengroßen Baum angepflanzt. Hier ist ein kleiner Turm entstanden, da kommt dann auch später eine Nachtwächterruhe rein und da kommt man hier rein. Und da wollte ich so eine Tür und wollte mal gucken, wie das ausschaut. Schaut eigentlich gar nicht mal so übel aus. Hier kommt noch eine Tür rein. Und hier habe ich schon ein wenig Inneneinrichtung drin. Was ist denn? Brauchen wir noch weißen Farbstoff? Ja. Weißen Farbstoff brauchen wir noch. Hier wollte ich jetzt erstmal Fenster reinsetzen, dass uns da niemand überrascht hineinplatzt. Hier, ich glaube nochmal so eine Tür snacken, ist der Hinterausgang. Genau. Mehr Fenster gibt es ja eigentlich gar nicht als diese zwei. Hier ist der Zwischengang, da kommt ihr oben. Da oben rein kommt die. Oder? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Die wird wahrscheinlich hier. Ja, ich lasse mir da schon was einfallen. Übrigens, die Nachtwächterohren, die haben sich in der Mechanik ein bisschen verändert. Aber dazu in einem anderen Tutorial mehr dazu. Hier haben wir noch weiß gefärbten Ton in Stack. Hier haben wir auch noch ganz viel Eichenholz. Siehst du mal, so ist eine Baustelle aus, so eine berühmte Kiste de Krust. Na? Also, hier ist sogar ein Boot drin, Fackeln, Setzlinge. Das sind Pfeile, ne? Pfeile. Gibt's das? Ganz viele Schilder brauchen wir am Friedhof. Werden wir dann auch gleich anbringen. Können wir ja gleich mal anbringen. Mal sehen, ob die reichen überhaupt. Ja, dann können wir auch gleich mal den Friedhof ein bisschen begutachten. So, das mal nach oben. So. Machen wir mal die Schilder ran. Und zwar einsame Plätze. Hier ist der Bäckermeister Theodor Deetz. Ein gutes Stück. Und er ist geboren am 10.03.1321 und ist gestorben am 14.01.1367. Ich muss sagen, wir befinden uns gerade so ungefähr im Jahr 1402. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so, oder? Ich glaube 1401 sogar. Wenn gar 1400 erst. Denn wir haben eine Zeit festgelegt. Und zwar, das ist die Septemberwende. Oh, hier habe ich ein Bett reingestellt. Hier ist last but not least. Und ja. Seht selbst, ne? Also die Jahreszahlen, die könnt ihr ja selber erkennen, aber das ist einfach so ein schöner Name. Also der Last Bard, der war ganz berühmt ja auch. Dazu später mehr. Dazu später mehr. Das war ja ein ganzer Armer wahrscheinlich. Das wahrscheinlich auch. Das war das Steinmetz nicht, da haben wir ja noch was im Ofen drin, ne? Oder das ist seine Wende.
So, hier haben wir ein paar große Gräber. Hier lebt die Familie Wensmuth, Wenesmuth und die Familie Nordenspech. Und diese zwei haben irgendwas gemeinsam und das kommt auch in den späteren Verlauf des Let's Plays. Das haben wir, glaube ich, ja zusammen im Let's Play gemacht. Rittergartenbischof Heinz Stoppel von 1294 bis 1354 erkämpfte bis zum. Ich tue das immer ein bisschen abkürzen. Was heißt abkürzen? Ein bisschen abtrennen. Auch nicht das richtige Wort. Hier ist eine Rose oder ein Mohn, wie manche auch sagen. Genau, gehen wir hier oben rum. Hier ist gerade eine frische Beerdigung. Können wir eigentlich mal ein Schild oben drauf stellen? Ist auch so ein kleines, upsala. So eine kleine Beschaffenheit. Ihr seht auch, die Gräber sind alle individuell hier gestaltet. Hier können wir auch mal bam, bam, den da machen. Hier auch, den, den. So, da. Und hier ist mal ja Diorit, mal ist es ein bemooster Bruchstein. Na, mal steht eine Steinplatte, mal ist es nur so eine Bruchsteinplatte, mal ist es eine Steinziegelplatte. Na, hier kann auch mal Holz sein. Genau. Schön die Schilder hier dran. Und 32 Schilder sind schon mal weg. Drei sind schon beschriftet. Da können wir ja dann mal zählen, wie viele Gräber hier wirklich rumstehen. Dadurch, na, Grabzählungen müssen ja alle 20 Jahre auch gewechselt werden. Wahrscheinlich bei uns nicht. Weil so viele sterben bei uns nicht. Es sei denn, es sind ganz viele. Wir sind noch zwei. Andere. Ach so, das sind meine Hundis. Meine Hundis. Die sind hier Manfred 1 und Manfred 2. Genau, wir sind ja schon hier 1401. Genau, die Septemberwende war 1401. Genau, und da ist Manfred II gestorben. Am 3.1.1401. Ganz, ganz knuffig war der Junge. Ganz knuffig. Schade, dass er gestorben ist. Wirklich schade. Ja, wir haben jetzt noch ein Schild über, das heißt 15 Schilder hatten wir jetzt verbraten, dann 2x 16, das sind 32, ne? Das sind 42, das sind 47, plus diese 2 sind 49 und das sind das 52 Grabsteine. Minus 3, warum minus 3? Weil wir zwei große haben und wir haben ja, Moment mal. Hier sind ja nochmal zwei Schilder dran gewesen. Also 3, 2, 5 und hier sind nochmal 2, sind 7. Ja, 7 plus 15 sind wie viel? Natürlich 21. Ja, ne, 22, wollte gerade sagen. Oh. Da sind das schon mal 43. Ne, 32 plus 22 sind bei mir nicht 43, sondern 54. So, 54 minus 2, beziehungsweise minus 3. Ja, 52 minus 3. Das haben wir 49, das heißt, wir haben 49 Gräber zur Verfügung. Hier habe ich ein paar Nederwarzen. Können wir ja mal kurz abernten, ja? Die ist reif, die ist reif, die ist noch nicht reif, die ist reif. Man merkt, dass die reif sind, wenn die hier so ihre Krallen hier so auspacken, ne? Und ihre Warzen so haben. So ist noch nicht reif, aber so ist reif. So, können wir gleich wieder anpflanzen. Im Sand der Seelen hier. Wenn ich mir den so anschaue, da bewegt er sich ja auch, ne? Das sind das Seelen, er bewegt sich. Ist auf jeden Fall sehr mysteriös aus. Die sind hier drin. Ne? Ich habe ja schon ein bisschen Netherzeug, beziehungsweise habe ich hier mal ein bisschen was angewandt. Wasserflasche wirkungslos. Ja, ne, so kleine Machenschaften, die man mal immer mal so treibt. Wir haben es Nacht. Gleich ist Nacht. Kann ja mal in so ein Grab schlafen hier. Hier unten ist die. Ja, hier habe ich hier was angezapft hier drüben.
Ich wollte eigentlich hier mal Wasser reinmachen, aber hier ist Wasserentnahmestelle. Beziehungsweise kann man mit seiner Gießkanne einfach hier hingehen. Ne? Brunnen kennt man ja. Und hier habe ich so drei Steine hingemacht, wo man die Gießkanne beziehungsweise die Wassereimer dann rumschleppen kann und sein Gras gießen kann. Ne? Das ist auch ganz wichtig, dass ein Friedhof sowas besitzt. Nun gut, ich stärke mich kurz und wir werden es wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen, wenn wir dann diesen Turm einrichten. Ciao, ciao!